Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute habe ich mal wieder ein Ami-on-Tour-Video für euch. Und zwar diesmal ein richtiges Ami-on-Tour-Video, also nicht nur in meinem Badezimmer, sondern ich bin tatsächlich gerade auf Tour. Und zwar bin ich mit meinem Freund Marc am Nürburgring für 4 Tage. Und ich dachte, ich nutze mal die Gelegenheit und zeige euch, was ich für Zahnpflegeprodukte mitnehme, wenn ich für 4 Nächte unterwegs bin. Also bleibt dran! Bevor wir aber mit dem Video loslegen, möchte ich einmal kurz anmerken, dieses Video wird sehr Curaprox-lastig werden, genauso wie mein anderes Video, in dem ich meine Zahnpflegeprodukte vorgestellt habe, auch. Ich bekomme aber kein Geld von Curaprox dafür, dass ich hier für ihre Produkte werbe und dieses Video mache. Es sind wirklich die Produkte, die ich privat verwende. Und ich verwende die nicht erst seit gestern, sondern seit mindestens 10 Jahren. Also die meisten Produkte von Curaprox verwende ich schon so lange. Die Schallzahnbürste zum Beispiel verwende ich natürlich noch nicht so lange. Das habe ich ja auch in meinen Videos erzählt. Aber die Handzahnbürsten, die Interdentalbürsten, das verwende ich wirklich schon seit 10 Jahren oder länger. Ich kann es gar nicht mehr erinnern, aber mindestens 10 Jahre sind es her. Also nicht, dass ihr auf komische Gedanken kommt, nur weil ich hier Curaprox habe. Das sind wirklich, ja, meine Lieblingsprodukte. Darum verwende ich sie ja. Ich habe aber einen Code für euch von Curaprox. Und zwar heißt der Code Dr. Ami 20. Mit dem Code spart ihr 20% auf alle Produkte, auf den gesamten Warenkorb, auf der Homepage von Curaprox, www.curaprox.de. Und 20% ist schon echt eine Menge, das lohnt sich. Also speichert den Code am besten ab, Dr. Ami20, macht einen Screenshot davon, wie auch immer, und probiert ihn einfach bei jeder Bestellung aus, ob er noch funktioniert. Und dann legen wir jetzt auch mit dem eigentlichen Video los. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, die haben ja schon mitbekommen, dass ich gerade am Nürburgring bin. Ich stehe hier gerade in der Ferienwohnung, die wir gemietet haben, in dem Badezimmer. Und zeige euch jetzt einfach mal, was ich so an Zahnpflegeprodukte mitgenommen habe. Ein Teil habe ich extra eingepackt, so Zahnpasta, was normalerweise bei mir im Badezimmerschrank steht. Aber ein Teil, den habe ich sowieso immer in meiner Kulturtasche gepackt. Und ich habe ja schon ein Video darüber gemacht, meine Zahnpflegeprodukte, und habe euch alle Sachen in meinem Badezimmer gezeigt. Und das ist jetzt so ein bisschen die abgespeckte Variante, was ich eingepackt habe, wenn ich mal für 4 Nächte unterwegs bin. Und ich fange einfach mal an mit dem, was hier gerade vor mir steht. Das ist vielleicht nicht das Spannendste, aber das ist meine Knirscherschiene. Hier links seht ihr auch Max Knirscherschiene und eine Reinigungsbürste. Und ich habe das extra in ein Glas getan. Das Glas habe ich aus der Küche genommen, weil ich das ein bisschen hygienischer finde. Das ist in der Regel halt sauberer. Auch im Hotel, wenn ihr da ein Glas habt, ist das ganz gut. Der Zahnputzbecher, der hier stand, der sah von drin jetzt nicht ganz so sauber aus, sage ich mal. Wäre vielleicht auch gegangen, aber das ist auf jeden Fall hygienischer. Und die Knirscherschiene trage ich ja, wie gesagt, eher als Retainer, damit sich meine Zähne nicht verschieben. Ich habe eigentlich zwei Stück, eine für oben und eine für unten. Ich habe jetzt aber nur für die für unten mitgenommen. Das muss auf jeden Fall reichen für die 4 Nächte. Dann mache ich mal einen Schwenk hier rüber. Ich habe jetzt auch nichts vorbereitet. Das ist alles so in meiner Kulturtasche und das steht hier so rum, wie ich hier lebe seit gestern. Und hier seht ihr auch schon gleich meine Velvet. Ich habe jetzt nur die Velvet eingepackt und nicht die Ultra Soft von Curaprox. Ich mag die Velvet im Moment echt gerne und je länger ich sie benutze, umso lieber mag ich sie eigentlich sogar als die Ultra Soft. Aber trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass sie ein kleines bisschen schlechter reinigt als die Ultra Soft, weil sie halt einfach weicher ist, obwohl sie ja natürlich echt viele, viele Borsten hat. 12.460, also eine super hohe Borstendichte. Dafür reinigt sie echt gut, dass sie so sanft ist. Aber trotzdem glaube ich ein bisschen schlechter als die Ultra Soft. Macht mir jetzt nichts aus. Dann putze ich einfach einen Tick länger und gründlicher damit. Dafür ist sie einfach so sanft. Also dagegen wirkt die Ultra Soft, wenn man die nach längerer Zeit wieder nimmt, schon fast ein bisschen hart. Man gewöhnt sich einfach so schnell an weiche Borsten. Das ist unglaublich. Ja, aber für jeden, der empfindliches Zahnfleisch hat, kann ich die nur wärmstens ans Herz legen. Probiert sie einfach mal aus. Ich glaube, ihr werdet sie genauso lieben, wie ich das tue. Und
ist einfach bei empfindlichem Zahnfleisch mega, mega gut. Die habe ich hier in einem Köcher. Eigentlich sollten die ja eher stehen trocknen, aber naja, für die paar Tage geht das mal so. Dann habe ich hier neben die Reinigungslösung, die Daily Reinigungslösung auch von Curaprox, für die Knirscherschiene, um hier jeden Tag eben gründlich sauber zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr auch da auf die Hygiene achtet, auch bei Schienen oder bei herausnehmbaren Zahnspangen, Prothesen natürlich sowieso, aber gerade bei Knirscherschienen denkt man nicht unbedingt an die Hygiene, obwohl es eben auch wichtig ist. Dann kommen wir zur Zahnpasta. Ich habe mehrere dabei, unter anderem die Curaprox Enzykal 1450. Dann habe ich gehe mal eben nach oben, das mal alles hier raus. Dann habe ich noch von Lavera einmal die fluoridfreie Variante. Ich probiere nämlich im Moment mich durch den Naturkosmetikmarkt, aber eben auch generell fluoridfreie Zahnpasten probiere ich im Moment aus. Ich habe noch keine richtig gute gefunden, aber das Problem kennt ihr, glaube ich, schon von mir, wer meine anderen Videos kennt. Ich kenne einfach keine Zahnpasta, mit der ich hundertprozentig zufrieden bin. Ich weiß nicht, die gibt es irgendwie nicht gefühlt. Eine, bei der ich nichts auszusetzen habe. Und ich habe hier, ich muss mal eben schauen, nämlich auch noch die mit Fluorid dabei. Genau, die probiere ich gerade einfach mal aus und habe die mit eingepackt. Dann machen wir mal weiter. Zahnseide darf natürlich nicht fehlen. Ich verwende im Moment immer noch die ungewachste von der Eigenmarke von Butni. Theoretisch könnt ihr jede nehmen, aber die unterscheiden sich ja schon in der Dicke, in der Beschaffenheit. Also probiert euch einfach mal ein bisschen aus, welche ihr am liebsten mögt. Und generell gilt für alle Produkte, die ich jetzt nenne, das sind die Produkte, die ich verwende. Das heißt noch lange nicht, dass ihr die genauso verwenden müsst oder gar, dass es für euch auch die beste Variante ist. Das ist eine Individualprophylaxe. Also jeder Mensch individuell braucht unterschiedliche Produkte. Und deswegen habe ich auch lange gar nicht darüber geredet, welche Produkte ich verwende, weil das, wie gesagt, noch lange nicht heißt, dass es auch für euch die besten sind. Aber die Nachfrage war eben sehr, sehr groß, dass ich mal zeige, was ich benutze. Deswegen komme ich eurem Wunsch nach und zeige das einmal. Und das Witzige ist, ich habe euch doch in meinem Video über meine Zahnpflegeprodukte gesagt, dass ich immer mindestens 2 Zahnseiden eingepackt habe und schon gepackt habe in meiner Kulturtasche. Weil mir das einmal passiert ist, dass alle meine Zahnseiden gleichzeitig leer waren. Also ich habe ja auch immer noch eine in der Handtasche. Und die waren einmal, als ich im Urlaub war, alle leer gleichzeitig. Und das war ein bisschen blöd, weil ich dann vor Ort irgendeine kaufen musste und die nicht so gerne mochte. Und lustigerweise ist mir einen Abend, also den Abend, bevor wir losgefahren sind, ist meine Zahnseide leer gewesen. Und ich dachte, ja, siehste, gut, wenn mir das jetzt morgen Abend passiert wäre, wo ich weg bin und nur diese dabei gehabt hätte, wäre ein bisschen blöd gewesen. Deswegen gut, dass ich immer noch eine Reserve dabei habe, obwohl ich die so eigentlich gar nicht benutze. Aber wenn die von Butni leer ist, dann ja, kann ich auf jeden Fall auf die zurückgreifen und weiß, ich habe noch eine, die ich auch gerne mag. Ich kann natürlich auch darauf achten, wie viel da noch drin ist, aber das mache ich in der Regel nicht. Ich gucke eigentlich nie so rein, wie viel da noch drin ist. Wäre sonst auch nochmal eine Möglichkeit. Dann habe ich natürlich noch Interdentalbürsten dabei, auch von Curaprox. Ich packe die jetzt mal nicht aus, das ist ein bisschen schwierig mit einer Hand, aber ihr seht, dass ich verwende die türkisfarbene, das ist Größe 06, und die rote, das ist die 07 von der Serie Prime. Die beiden Größen brauche ich. Und im Moment mag ich die kurzen Griffe auch ganz gern, aber ich wechsle da immer. Ich mag die langen halt auch. Und das ist immer so nach Lust und Laune, nehme ich mal phasenweise die kurzen Griffe und dann auch mal wieder die langen. Jetzt im Moment, wie gesagt, ganz gern die kurzen. Das, was ich hier noch drin habe, das habe ich dauerhaft da drin. Den Implant Saver von Curaprox, den nehme ich nur ab und zu mal. Der ist auch echt teuer. Aber den habe ich immer dabei, den habe ich jetzt nicht extra eingepackt. Genauso dieses Set von Curaprox habe ich euch auch schon gezeigt. Die Interdentalbürsten als Reiseset. Das dann nochmal mit dem längeren Griff. Die habe ich einfach dauerhaft da drin.
auch nicht schlecht, Reserve dabei zu haben. Aber im Moment nehme ich, wie gesagt, die kurzen Griffe lieber. Dann, ihr werdet jetzt bestimmt lachen, habe ich hier noch einen Köcher und der ist pink. Ich glaube, von Lilifee. Wenn ich mich nicht täusche, ist das Lilifee. Ich habe den vor Jahren mal gekauft, weil ich pink so cool fand und hier ein Einhorn drauf ist und ich nicht immer diese langweiligen Standard-Erwachsenen-Köcher haben wollte. So einen habe ich auch noch für die andere Zahnbürste, aber ja, vor ein paar Jahren fand ich den mal ganz cool und habe mir den gekauft. Also ihr dürft ruhig lachen, ich bin eigentlich böse. Ich versuche den mal aufzubekommen. Genau. Hier habe ich noch eine Solo-Zahnbürste von Curaprox, die 1006. 1009 verwende ich auch ganz gern, mal die eine, mal die andere. Ich habe jetzt aber nur eine mitgenommen, die 1006. Die ist ein bisschen härter, hat kürzere Borsten, eben nur 6 mm lang. Ja, die verwende ich auch gerne. Schauen wir mal, was habe ich noch dabei? Das Wichtigste fehlt doch eigentlich, genau. Selbstverständlich habe ich noch die Curaprox Hydrosonic Pro dabei. Jetzt wird der Platz hier ein bisschen eng. Ich mache die mal hier unten auf. Das ist mit einer Hand alles nicht so einfach. Ich habe dabei den ganz normalen tropfenförmigen Sensitivbürstenkopf und den Singlebürstenkopf. Das darf auf jeden Fall nicht fehlen. Ich habe es auch extra bevor wir losgefahren sind, habe ich es extra nochmal geladen. Es müsste jetzt eigentlich für die 4 Nächte reichen. Wenn nicht, habe ich ja immer noch die Handzahnbürste, aber eigentlich für 4 Nächte sollte der Akku halten. So, ich guck mal, ob ich noch irgendwas dabei habe. Ach so, ich habe hier noch eine Tüte, weil diese Reinigungsbürste ja leider keine Verpackung, kein Köcher hat, nirgendwo reinpasst. Packe ich die immer in seine wunderschöne Plastiktüte. Man muss sich ja zu helfen wissen. Und ich glaube, das war's auch schon. Ich schau mal eben rein. Ah, ich habe noch die Hülle von meiner Knirscherschiene. Also mit meinen Sachen bin ich soweit durch. Mehr habe ich nicht dabei. Aber das ist halt letztendlich auch das Wichtigste, die Basics. Zahnpasta, Hand- und Schallzahnbürste, Zahnseide, Interdentalbürsten. Ja, that's it. Mehr braucht ihr eigentlich nicht. Gut, und noch ein paar Produkte, wenn ihr eine Knirscherschiene oder ähnliches habt. Und dann dachte ich mir, sage ich noch mal ein, zwei Sätze dazu, was mein Freund Marc mitgenommen hat. Er hat mir erlaubt, mal in seinen Sachen zu wühlen, weil ich dachte, das könnte euch auch interessieren, was denn der Freund einer Zahnärztin so mitnimmt an Zahnpflegeprodukten in den Urlaub. Natürlich ist es ähnlich vom Prinzip her, aber ein bisschen andere Produkte hat er noch. Ich schwenke mal eben hier rüber. Eine wunderschöne Glitzerdose. Ich weiß nicht, warum er zu der gegriffen hat. Er hat eigentlich noch eine weiße. Dann hat er eine andere Zahnseide, die von Oral-B nimmt er sehr gerne. Ich erwähne das deswegen, weil viele Fragen kamen, ob ich eine Zahnseide empfehlen kann bei sehr, sehr engen Zwischenräumen, wo man eigentlich gar nicht richtig mit Zahnseide reinkommt. Und dafür ist die richtig gut, die Essential Floss von Oral-B. Er hat die ungewachste, würde ich auch in erster Linie mal empfehlen, ungewachst. Wenn das nicht geht, probiert auch die gewachste mal aus. Aber die ist richtig, richtig dünn und super geeignet bei engen Zahnzwischenräumen. Und eigentlich jeder, dem ich die bisher bei engen Zahnzwischenräumen empfohlen hat, hat gesagt, jo, die passt, die ist super. Also probiert die im Zweifel einfach mal aus. Dann hat er hier die Elmex Sensitive Professional als Zahnpasta mit. Und er hat auch seine eigene Hydrosonic Pro dabei, damit wir uns da nicht in die Quere kommen, wenn wir gleichzeitig Zähne putzen wollen. Seitdem er seine eigene hat, nimmt er die auch immer schön mit. Das ist sehr gut. Und dann hat er da oben auf jeden Fall noch die Curaprox Ultra Soft Zahnbürste und auch eine Single Zahnbürste, nämlich die 1009 hat er dabei. Sehr schön. Und dann von der Interdentalbürste her ja, auch dieses Set. Und er nimmt auch Türkis und Rot, die Größen.
Und ich habe vergessen, euch die Aufsätze hier zu zeigen, die er dabei hat. Genauso wie ich, welch eine Überraschung, den Sensitivbürstenkopf, den tropfenförmigen und den Singlebürstenkopf. Ich habe ganz vergessen, dass ich die Curaprox Ultrasoft doch dabei habe, nämlich hier in diesem Reiseetui. Da ist die ja drin. Das habe ich nämlich immer dabei in meiner Handtasche. Deswegen habe ich da gar nicht dran gedacht, weil es eben nicht in meiner Kulturtasche ist, sondern in meiner Handtasche. Was ich euch außerdem noch mal zeigen wollte, ich habe ja ein Video gemacht über Zahnpflege unterwegs und euch gesagt, dass es eigentlich keine Entschuldigungen oder gar Ausreden gibt, warum man nicht seine Zähne pflegen kann. Ich zeige euch das mal. Schaut mal, was Marc hier in seinem Auto hat. Zweimal Zahnseide. Also, no excuses. Ja, dann war es das auch schon soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch interessiert, was wir so dabei haben, wenn wir mal für 4 Tage weg sind. Wenn ich länger weg bin, eine Woche oder sogar noch länger, 2 Wochen, 3 Wochen, dann nehme ich auf jeden Fall noch mehr mit. Das unterscheidet sich dann nochmal ein bisschen. Da kann ich dann aber nochmal ein separates Video drüber machen, was ich dann mitnehme, wenn ich länger weg bin. Aber das wäre jetzt so, wie gesagt, die abgespeckte Variante von den Essentials, die man unbedingt braucht. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Drückt doch auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. So verpasst ihr auf jeden Fall keins. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!